weit wollen wir eigentlich noch als Gesellschaft, wie weit wollen wir diesen Anatomisierungsprozess und Spaltungsprozess noch vorantreiben. Das heißt, das Ganze wiederholt sich im Teil. Das heißt, selbst beim allerkleinsten Ästchen sehen Sie eigentlich das Ganze. Dass man von einem Ganzen ausgeht und von diesem Ganzen schließlich eine Erklärung bis hinein ins Detail findet. Ja, ein wichtiges, spannendes Thema, und ich freue mich jetzt sehr, dass ich als erstes Professor Dr. Dr. Christian Schubert begrüßen darf. Ich glaube, ich brauche ihn nicht groß vorstellen, er ist Psychoneuroimmunologe an der Universität in Innsbruck, und gerade in dieser Zeit, die wirklich mehr die Trennung hervorbringt als die Beziehung, die Verbindung, hat er sich wirklich einen großen Namen gemacht und ist sehr aktiv. Und ich freue mich jetzt sehr auf seinen Beitrag. Und Christian, herzlichen Dank, dass du da bist. Und jetzt nochmal dein Applaus und danke. Und ich starte mit einem Vortrag oder mit einem Thema. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben über das Thema Geometrie der Seele. Und ich habe das ein bisschen umgewandelt in Geometrie der Beziehung, weil Seele und Beziehung ist ja eh knapp nebeneinander, oder? Und würde ganz gerne heute über diesen Bereich etwas berichten, weil wir ja auch von den Grundlagen für eine erweiterte Beziehungsentwicklung sprechen. Und das ist für mich die Grundlage schlechthin. Die neue Medizin oder die neue Kultur oder was auch immer wir da jetzt entwickeln gemeinsam, hat für mich auf jeden Fall mal zwei Säulen. Die müssen in der neuen Medizin vorhanden sein, sonst ist sie es nicht. Und zwar zum einen, und das hat ganz massiv mit Beziehung zu tun, zum einen wird diese neue Medizin etwas mit Systemtheorie zu tun haben. Ich werde hier ein bisschen etwas berichten darüber, so viel, dass es verstehbar noch ist, ja, dass es das eigentlich betrifft, um was es da für uns jetzt mal gehen sollte in den Grundlagen. Sowas kann man natürlich dann sehr, sehr weit führen noch, aber das ist gar nicht die Aufgabe heute, sondern einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie fundamental wichtig dieser Begriff oder dieser Bereich Systeme ist. Und auf der anderen Seite die zweite große Säule einer neuen Sichtweise von Mensch und Leben ist für mich die Psychoanalyse. Ist für mich jetzt vielleicht nicht die Psychoanalyse in ihrem Orthodoxen, sondern die Psychodynamik, das Unbewusste. Diese Aspekte, von denen wir in der Medizin nichts sehen, aber nichts. Ganz im Gegenteil, das Unbewusste, wie wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, fliegt uns um die Ohren, wenn wir es nicht sehen. Und wenn wir nur das Sichtbare in den Mittelpunkt stellen und nicht das Unsichtbare dahinter, und da rede ich jetzt gar nicht von den unsichtbaren Interessen so mancher im Hintergrund in dieser Corona-Krise, sondern ich rede wirklich von Unbewusstem, das uns in den Beziehungen unseren Beziehungen massiv beeinflusst. Also Systemtheorie und Psychodynamik, Tiefenpsychologie, das wären für mich die beiden ganz großen Säulen, um die es jetzt gehen wird in Zukunft. Der eine erkenntnistheoretische Irrtum ist der Dualismus. Von dem haben Sie sicher auch schon gehört. Ein relativ altes Thema, René Descartes vor über 300 Jahren in der Philosophie, in die Philosophie hineingebracht, den Dualismus. Es sind alles Aspekte, die man noch sehr, sehr weit und komplizierter besprechen kann. Auch Dualismus ist nicht Dualismus, auch da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven auf dieses erkenntnistheoretische Thema. Wir wollen es jetzt vereinfachen und sagen, Trennung von Körper, Seele und Geist, da fehlt mir noch der Geist natürlich in meiner Klammer, die ich da habe, das ist das Thema unserer derzeitigen Situation, unserer Kultur. Da ist bereits Spaltung im Spiel, die wir ja in den letzten 3 Jahren so massiv erlebt haben, denn wenn so gespalten werden kann, dann ist da ja auch eine Basisannahme von Menschsein und von Kultur da. Und das ist der Dualismus. Ja, wir sind so sozialisiert und ideologisiert, dass wir durchaus dazu neigen, Körper, Seele und Geist zu spalten, zu trennen. Und das sehen wir in der Medizin natürlich, da ist es ja,
Da sind wir schon beim Eingang in die Klinik oder bei so vielen Ärzten geben wir, ich sage immer, an der Türklinke unsere Seele und unseren Geist und unsere Beziehungen und unsere Kultur eigentlich ab und werden wie eine Maschine gesehen und durchleuchtet und das wird Blut abgenommen. Und das ist offensichtlich das, was uns ausmacht, das materiell-stoffliche. Das kann es nicht sein. Wir wissen das und hier wird eindeutig über unsere Gesundheit und über ein Krankheitsverstehen hinweggegangen. Wenn wir das weglassen, dann rauschen wir in ein Desaster der Schulmedizin. Dieses biopsychosoziale Modell hat jetzt einen völlig neuen Zugang zu Medizin und Kultur. Nämlich zum einen, Sie sehen das auf der linken Seite, sind die ganzen Entitäten oder Systeme, die uns ausmachen, zusammengesehen. Also es gibt keine Trennung mehr zwischen Zellen, Organen, Nervensystem, Personen, Zwei-Personensystemen, also Beziehungen zwischen Familie, Gesellschaft und so weiter. Es hängt alles zusammen. Wir können nicht einfach uns irgendwas rausnehmen und meinen, das existiert ohne das andere, sondern wir müssen es immer im Gemeinsamen betrachten, um eine Aussage darüber zu kriegen, wie die Person funktioniert. Und diese Dinge stehen miteinander in Wechselbeziehung. Und die Maschinenmedizin oder Biomedizin mit ihrem Reduktionismus und Dualismus schaut natürlich hauptsächlich auf die Zellen, wenn es darum geht, herauszufinden, wie jemand krank wird oder ob jemand krank wird. Und sie wartet, weil sie den Menschen als Maschine letzten Endes sieht, bis er reparaturbedürftig ist, rot eingerahmt auf diesem Slide. Also die Biomedizin und diese Medizin, in der wir uns momentan befinden, schaut auf die kleinsten Bausteine des Lebens, nämlich Zellen, Genetik, versucht auch dort alles zu erklären. Und wenn sie dann irgendwann mal nicht weiß, wie eine Autoimmunerkrankung funktioniert oder eine Krebserkrankung, dann wird immer gesagt, ja, das ist genetisch. Da können wir nichts tun. Es ist so. Es ist eine Zeitbombe in ihnen und es ist völlig egal, was sie tun. Irgendwann mal wird diese Zeitbombe explodieren und dann haben sie ihre Erkrankung. Leider wissen wir nicht mehr, ihnen zu berichten. Also Salutogenese, wie können wir langfristig gesund bleiben? Das ist unser großes Thema einer neuen Medizin, aber natürlich auch einer neuen Beziehungskultur. Genau, jetzt komme ich zum Thema Komplexität. Weil Komplexität ist das, was wir auch in der Systemtheorie in unsere neue Gedankenwelt bringen und wenn wir Tiefenpsychologie oder neue Gedanken. Es ist komplex. Es geht jetzt nicht mehr linear, es ist nicht mehr einfach. Das Ganze ist ziemlich, ja, nicht kompliziert. Komplex ist mehr, ist was anderes. Und Komplexität hat bestimmte Aspekte. Wenn wir von einem System reden, Sie haben das ja immer wieder mal gehört, wahrscheinlich Systeme, ja, wie das wirklich systemtheoretisch, wissenschaftlich an ein System herangehen, dann hat ein System Elemente, also Systemelemente. Ja. Das können wir Menschen sein in einer Gruppe, das sind Systemelemente innerhalb einer großen Gemeinschaft. Und wenn wir miteinander in Interaktion treten, dann schafft diese Gruppe eine Beziehung innerhalb dieser Gruppe. Ja, und wenn wir als Gruppe auch noch ausgerichtet sind auf etwas Höheres, zum Beispiel heute etwas zu entwickeln, nämlich die Beziehungsgrundlagen oder die Grundlagen einer erweiterten Beziehung, dann haben wir schon ganz schön viel erreicht. Also wir heute gemeinsam in der Interaktion dieser vielen Menschen, die hier sitzen, schaffen heute etwas Neues. Wir versuchen eine neue Qualität zu erreichen, nämlich irgendwas, mit dem wir dann hinausgehen und sagen, ah, interessant, da ist jetzt was passiert innerhalb dieser 7 Stunden. Wir haben etwas gemeinsam erarbeitet und gehen jetzt raus und tragen diese Informationen hinaus. Also eine neue Qualität ist durch das Miteinander dieser Systemelemente entstanden. Durch unsere Beziehung untereinander schaffen wir etwas Neues, nämlich eine Botschaft zum Beispiel. Und diese Botschaft wird hinausgetragen. Biopsychosozial gedacht sind wir in Teil ganzes Relationen verbunden. Sie sehen das hier auf der linken Seite. Da kann man das sehr schön sehen, dass alles, was draußen rum ist, ist immer mächtiger und komplexer und wird mächtiger. Also das Molekül ist ganz schön in der Mitte, ganz allein und drumherum haben wir dann die Organelle, und dann haben wir die Zelle und das Gewebe und die Organe und das Nervensystem und dann kommt die Person. Und die Person können wir als ganz bezeichnen, wenn es um die Teile in der Person geht. Das ist das Ganze, das ist die neue Qualität der Person. Aber die Person wiederum ist Teil, wenn es um die Beziehung geht. Und die Beziehung wiederum ist Teil, wenn es um eine Familie oder Gemeinde oder Nation geht und so weiter und so fort. Also es gibt immer Teil, ganzes Verhältnisse innerhalb dieser großen Hierarchie verschiedener Systeme.
Wer glaubt, dass das nur die Medizin betrifft, der Reduktionismus oder Naturalismus, der irrt. Es ist alles. In allem, was wir sind in einer falschen Kultur und Gesellschaft, wenn wir uns ertappen, dass auch da Reduktionismus, Naturalismus Thema ist. Und wir müssen uns ertappen. Wir brauchen nur daran denken, wie Menschen, wie Maschinen behandelt werden in unserer Gesellschaft. Denken Sie an gewisse Arbeitsprozesse. Denken Sie an das, es muss immer quantitativ mehr, höher, weiter, schneller. Das ist alles bereits Maschinen. Aber eine neue Kultur wird sofort sagen, die, ihr wisst es, ihr seid doch psychisch verletzt. Also eine Verletzung zieht sich durch alle Schichten hindurch. Nicht nur biologisch, sondern es ist auch eine psychische Verletzung möglich und eine soziale Verletzung. Eine Entzündung ist nicht nur im Biologischen sichtbar, sondern auch im Krieg. In der Aggression und im Krieg, also Entzündung oder Berührung. Das Schönste ist Berührung. Allein das Wort auszusprechen, sind Sie im Biopsychosozialen. Niemand wird mit Berührung nur das Körperliche sehen. Berührung ist immer auch psychisch. Ich fühle mich berührt und ich werde berührt. Sozial. Also Berührung ist alles. Biopsychosozial. Fraktale sind selbstähnliche Musterbildungen. Ein Sierpinski-Dreieck hier als Zeichen dafür, wie Reduktionismus falsch ist. Wir haben zwei Ausgangselemente hier oben. Sehen Sie ein Dreieck und eine Buchstabenkombination. Und wir haben einen Algorithmus, also eine Rechenformel. Und die Formel heißt, nehmen Sie das Ausgangselement, also verkleinern Sie das Ausgangselement und kopieren Sie es dreimal nebeneinander. Ich merke nicht weniger. Sie nehmen das Ausgangselement, das Dreieck oder die GDNA, Kürzel, kopieren es dreimal nebeneinander und machen das immer wieder. Wir nennen das Iteration. Und wenn Sie das immer wieder machen, dann sehen Sie, wie zunehmend zwei Formen entstehen am Ende, A, B, die ausschauen, als ob sie gleich sind. Sie sind es natürlich nicht, weil die Ausgangselemente sind ja doch unterschiedlich. Aber am Ende entstehen zwei selbstähnliche Produkte. Und da sehen wir sehr schön, dass es nicht richtig ist, auf die Ausgangselemente zu gucken, so wie die Medizin das macht im Reduktionismus, und zu glauben, dass dort die Ursache der Krankheit ist, sondern es ist der Algorithmus. Es ist das, was diese Elemente am Ende zu einer Erkrankung führen, die so ausschaut, als ob sie gleich wäre, wie zum Beispiel eine Brustkrebserkrankung oder eine Autoimmunerkrankung oder was auch immer. Aber die Ausgangselemente können völlig unterschiedlich sein, von Mensch zu Mensch. Also müssen wir an den Menschen gehen, um herauszufinden, was sie krank macht. Die Fraktalgeometrie ist das Naturprinzip. Denn wir haben diese Fraktale, das sind hochkomplexe dynamische Gestalten, in allen Bereichen unserer Natur. Und das Prinzip der Fraktalgeometrie ist relativ einfach zu dieses Komplex natürlich, ist die Mathematik dahinter. Man hat es ein bisschen gesehen an diesem Sierpinski-Dreieck, aber es ist ganz einfach verstehbar. Sie müssen sich mal einen Baum vorstellen. Und der Baum hat eine bestimmte Gestalt. Das ist das Ganze. Und wenn Sie in den Ast abbrechen, möglichst stammnah und sich den vor die Nase halten, dann sehen Sie, dass das ein kleiner Baum ist. Das heißt, das Ganze wiederholt sich im Teil. Die Idee, das Thema des Baumes zeigt sich auch in den Zweigen. Und je mehr Sie da hinein abbrechen, Fraktale, desto mehr Sie diese Äste immer wieder kleiner machen, immer wieder werden Sie einen kleinen Baum sehen. Er wird immer kleiner, aber er bleibt. Das heißt, selbst beim allerkleinsten Ästchen sehen Sie eigentlich das Ganze. Und wenn man am Meer entlang geht, dann sieht man den zusammengesinterten Sand. Das ist eine fraktale Struktur. Also Sie sehen den Sand unterhalb des Wassers, wie er so komisch gesintert ist, eine bestimmte Struktur, ist eine fraktale Struktur. Und wenn Sie dann eine Ebene drüber gehen, nämlich aufs Wasser, dann sehen Sie, dass das eine Wellenart hat, die ja eigentlich diesen Sand unten bedingt. Das würde also sagen, dass das Meer in seiner Wellenbewegung, in seiner fraktal-dynamischen Wellenbewegung, den Sand in der kristallinen Struktur schafft. Zweimal Fraktale hängen beide zusammen. Und wenn Sie dann noch jetzt drüber denken, dann ist der Wind natürlich, der das Wasser antreibt in den Wänden, ebenfalls faktorisiert. Und so haben Sie drei verschiedene Entitäten, die miteinander intersystemisch verbunden sind und miteinander fraktale Strukturen bauen.
Denn wir haben in der Tat, die Psychologen haben sich gesagt, okay, also wenn ihr Stoffexperten, Biologen, ja, jetzt die Fraktale erkennt im menschlichen Organismus, im Blutsystem, im Gefäßkreislauf, in diesen ganzen Dingen, und wir aber ganzheitlich denken und ja nur 10% der Natur stofflich ist, dann sagen wir euch, es muss eine psychische Geometrie geben. Es muss eine fraktale Organisation in der Psychologie geben. Und in der Tat haben sich in den letzten Jahren Psychologen und Psychotherapeuten sehr viel Gedanken darüber gemacht und die meinen ja tatsächlich, die Ich-Persönlichkeit ist fraktal organisiert, indem wir immer wieder Dinge sehen in unserem Leben, die sich es schaut so aus, wiederholen. Freut über den Wiederholungszwang sozusagen. Fehlleistungen, Träume, immer wiederkehrende Themen in Träumen. Also in der Psyche durchaus auch eine Geometrie sichtbar. Und wenn Sie sich da ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, werden Sie überrascht sein, wie komplex das ist und dass es da in unterschiedlichsten Formen durchaus auch fraktale Aspekte gibt. Und jetzt habe ich eine Hypothese, und das ist jetzt der letzte Teil, ein paar Minuten noch, nämlich eine Hypothese. Und die Hypothese heißt, ein dramatisches, emotional bedeutsames Thema, etwa eine das gesamte Leben überschattende, lebensbedrohliche, traumatische Erfahrung, also jemand etwas ganz Schlechtes in der Kindheit zum Beispiel erlebt, findet sich im Laufe des Lebens in durchgängiger, selbstähnlicher, musterartiger Wiederholung in allen Systemen der intraindividuellen biopsychosozialen Schichtenhierarchie. Also wir sind biopsychosozial organisiert. Wir haben ein Trauma erlebt und dieses Trauma zeigt sich in allen unseren Bereichen immer wieder in unterschiedlichsten Facetten, selbstähnlich. Und der hat ein Gedicht geschrieben, gerade nicht nur Aktionismus, Fluxus, Kunst, erweiterte Kunst gelebt, sondern er hat auch geschrieben, hat in anderen Bereichen Kunst gezeigt, zum Beispiel auch in Gedichten. Und hat ein Gedicht geschrieben, das der Ausgangspunkt war für mich, dieses Leben und diese Kunst des Boys mal von einer fraktalen Sichtweise anzugucken. Also kann es sein, dass sich durch sein Leben und durch seine Kunst ein Thema zieht, das einen Hinweis auf eine schwere Traumatisierung zeigt. Und dieses Gedicht macht einen ersten Eindruck davon. Das Gedicht heißt Das Geheimnis der Knospe zarter Hülle. Zart und leise deckt dich das Lilienkelchblatt ein, unversehrt und rein. Weicher Schnee rieselt in Flocken, hüllt Erde und Pflanzen in weiße Netzeflur. Immer dichter wird alles und träumt in die Nacht hinein. Und wenn man das so liest, dann kriegt man so einen Eindruck von, da wird was erdrückt. Da will etwas ein Leben, eine Pflanze, eine Knospe möchte im Frühling herauskommen, sozusagen ins Leben kommen. Und der letzte Schnee geht nochmal drüber und erdrückt diese Knospe. Und immer dichter wird alles und träumt in die Nacht hinein. Ich hatte so den Eindruck, dass es hier vielleicht über eine Hyperkapnie geht, zu viel CO2. Man atmet es nicht aus, man nebelt damit ein und es ist so der Vorbereich eines Erstickungstodes. Also als ob er mit diesem Gedicht etwas zeigen möchte, das er selber erlebt hat und das er sozusagen in Kunstform zeigt, nämlich ein Erstickungsproblem. Und daraufhin habe ich ein Thema formuliert. Und dieses Thema heißt Emulieren von Leben, also etwas, was raus möchte, unter der erstickenden Kraft des Todes. Also es ist immer wieder etwas, was drauf versucht, es nicht am Leben zu leben zu lassen, mit der Hülle als dialektischem Symbol für Lebensspender und Todbringer in einem. Die Hülle ist beides. Die Hülle kann Leben herausbringen, kann aber auch ersticken. Ja, das hat ein dialektisches Prinzip. Und dieses Thema zieht sich durch das gesamte Leben Josef Beuys. Also wir schauen nicht nur auf ein Bild, sondern wir sind eigentlich in den Aktionismus eingebunden. Und das war für ihn die neue Kunst. Und das ist ein Riesenzugang für eine neue Kultur, Medizin, dass es systemisch gedacht ist. Also ich denke, das, was er da für die Kunst auch formuliert hat, ist durchaus, und da können wir dann in der Diskussion nochmal reingehen, ein sehr interessanter Zugang auch vielleicht für uns jetzt. Und so zieht sich durch alle Bereiche in der menschlichen Existenz und vor allem bei Beuys, der so symbolisch unterwegs war, offensichtlich eine fraktale, selbstähnliche Struktur, so wie das Virus nicht einfach SARS-CoV-2 ist, sondern eben ein Killer-Virus, das medial verbreitet wurde
und dadurch viel gefährlicher war, als wir uns das je denken. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wesentliche, glaube ich, was ausgesagt worden ist von Christian Schubert, ist ja, dass er die Medizin und nicht nur die Medizin, sondern die verschiedensten Bereiche des Lebens in einen dringendsten Wandel sieht. Und wenn der nicht eintritt, dann zerreißt es praktisch alles. Indem das auf diese Weise die Sicht versucht wird, durchzuringen, kann natürlich keine Zukunftsvision entstehen. Und das Wesentliche, was meines Erachtens in dieser Geometrie auch mit den Fraktalen dann beschrieben, dargestellt wurde, ist, dass man von einem Ganzen ausgeht und von diesem Ganzen schließlich eine Erklärung bis hinein ins Detail findet. Also nicht umgekehrt, dass man das Detail erforscht bis zum Exzess, sondern dass eine große, es wurde mit Komplexität genannt, dass eine Komplexität mehr wahrgenommen wird. Überhaupt, dass die Sicht sich öffnet, öffnet für eine Dimension, die eigentlich dem Menschsein und dem ganzen Dasein entspricht und von diesen ausgehend schließlich eine logische Erklärung erfolgen kann. Also es ist ganz interessant, wenn man das Bild der Welle noch einmal wiederholt. Der Sand, der zeigt, dass die Welle daran gearbeitet hat. Da gehen wir weiter, aber was treibt die Welle voran? Da ist der Wind. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was treibt den Wind voran? Ja? Könnte man noch ein Stück weitergehen, aber diese Frage werden wir dann gemeinsam lösen. Also nur mal, dass wir nicht übersehen diese Hauptaussage, wenn wir von Geometrie sprechen, dann wollen wir nicht nur das verzweifeln, das kann man nämlich genau mit dem Begriff der Fraktale. Also ich hab auch eine Zeit gebraucht, bis ich ein Fraktal begriffen habe. Das ist nicht ganz einfach. Aber wir wollen uns nicht im extremsten Einzeldetail jetzt verlieren und dadurch noch verkrampfen, sondern wir wollen das sehen, wie ein Ganzes wirksam ist und dass wir von diesem Ganzen ausgehend, dann wird es nämlich leichter, dann ist das Fraktal wieder begreifbar und dann ist die Logik auch wieder herstellbar und von diesem ausgehend eigentlich eine Zukunftsvision erschaffen. Und wenn er einmal abscheidet, dann muss man sich ja die Frage stellen, was bleibt denn an Seele zurück? Was bleibt denn an Seele übrig? Also das heißt, dort, wo er richtig gut in der Beziehung gegründet war, also richtig fundiert, also um die Begriffe dort, wo er kompetent war und die Kompetenz gut und für das soziale Gesamte eingesetzt hat, dort hinterlässt er, auf diesem Gebiet hinterlässt er eine tatsächliche Substanzkraft oder Wirklichkeit auch wieder für seine Mitmenschen. Ja, liebes Publikum, nach dem wunderbaren Vortrag von Christian möchte ich mit Ihnen jetzt einmal ganz weit zurückgehen und versuchen, ich kann es nur in Impulsen machen. Ich glaube, eines der größten Probleme unserer Zeit ist, dass wir dringend nicht nur eine Beziehungserweiterung, sondern eine Bewusstseinserweiterung brauchen innerhalb der Gesellschaft. Und ja, wir sind wahrscheinlich an einem, vielleicht schon am tiefsten, weil ich befürchte, es geht noch eine Etage tiefer, was Reduktionismus, Dualismus, Trennung, Spaltung, fehlende Komplexität. Die letzten, ich würde mal sagen, als Historiker, die letzten 2-3 Jahre, wage ich mal zu behaupten, so eine Verengung in allem Gesellschaftlichen, in allem Denken, in allem, auch im Handeln, in allen Bereichen, würde ich mal behaupten, hatten wir möglicherweise
überhaupt noch in der Menschheitsgeschichte. Ich war da gekommen, die These zu äußern, dass es während des Nationalsozialismus mehr Widerstand gegeben hat gegen den Angriff von oben als in den letzten Jahren. Das heißt, wir sind, so scheint es, an einer Art Endpunkt angelangt. Und dieser Prozess reicht weiter zurück, als wir glauben. Und eine Erzählung, die vor allem die westliche Welt in den letzten 400 Jahren hervorgebracht hat, ist die, es würde etwas getrennt voneinander existieren. Das ist neu. Der große Wissenschaftsphilosoph des 20. Jahrhunderts, Erwin Laszlo, bringt es damals mit folgendem Zitat auf den Punkt. Die Illusion des Getrenntseins ist eine der negativsten Mythen unserer Zeit. Und schauen wir uns diesen berühmten Satz von Erwin Laszlo einmal genauer an. Die Illusion des Getrenntseins. Nehmen wir mal den ersten Teil. Die Illusion des Getrenntseins. Das heißt, das Getrenntsein ist eine Illusion. Also er sagt damit schon einmal, viel Überlesenes und kommt gleich zum zweiten Teil des Satzes. Getrenntsein ist eine Illusion. Es gibt kein Getrenntsein. Ist eine der negativsten Mythen unserer Zeit. Aber in dem Moment, wo wirklich versucht wird, ganz stark und massiv etwas von etwas anderem zu trennen, hatten wir immer in Folge Krieg, große Kriege, Krankheit, Seuchen, egal was. Ja? Und immer dann, wenn die Kraft oder eine Erzählung kreiert wurde, sich durchsetzen konnte, die Verbundenheit der Menschen, die Beziehung, was auch immer in diese Erzählung integriert hat, ja, dann hatten sie friedliche, schöpferische Epochen. Und schauen wir aber jetzt nochmal ganz kurz zurück, wie wird der Mensch sozialisiert? Also ich habe Ihnen versucht, einen kleinen Einblick, weil die letzten, nach dem Jäger und Sammler, das Spannende ist ja, wie dann die hierarchischen Gesellschaften, die Königreiche, die Dynastien und das alles entstand. Unten ist aber die familiale Sozialisation geblieben bis zur industriellen Revolution. Deshalb hatten ja die Herrscher so unglaublich schwer über Jahrtausende Macht und Herrschaft aufrechtzuerhalten, weil es die Verbundenheit trotzdem immer noch der Menschen zueinander gab. Und wenn wir diese Trennungen und Spaltungen nicht beenden, ne, oder die nächste Trennung, Spaltung, die ich Ihnen, wenn wir das Bildungssystem der letzten 400 Jahre in unserer Urzelle, den Kollex, ja, wir verdanken unter Anführungszeichen der katholischen Kirche unser westliches Bildungssystem, ja, da saßen zuerst einmal in den Kollegs, los ging es überhaupt erst einmal ab 10 bis 19 Jahre, und da saßen unter Umständen 11 bis 10-Jährige nebeneinander. Unterrichtet hat, wer besonders begabt war, zuerst einmal in dem Fach und nicht nur einfach. Arithmetik, Geometrie und all diese Fächer wurden zumindest auch Rhetorik in den 15. 16. Jahrhundert noch gemeinsam gelehrt. Fragen Sie heute mal einen durchschnittlichen Pädagogen oder Lehrer in Mathematik oder Physiker auch nur irgendetwas über ein anderes Fach. Jeder Facharbeiter in Deutschland ist breiter gebildet als ein Pädagoge. Und wir verlangen von Kindern, dass sie alle Fächer lernen sollen, während wir von den Lehrern verlangen, dass sie nur in einem Fach oder in zwei eine Kenntnis haben. Und uns fällt nicht einmal auf, wie grenzenlos absurd das ist. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie entwürdigend das eigentlich auch für das Kind ist.
unterrichtet hat in der Sittschaft, nämlich derjenige, der nicht zum Pädagogen ausgebildet wurde, sondern derjenige, der von der Gemeinschaft, von dem man gesagt hat, der hätte die größte Kompetenz. Also wer am besten Bogenschießen konnte, hat den Jungs das Bogenschießen gelernt. Die Mutter oder der Hebamme nennen sie in dieser Sippe oder in dieser Gemeinschaft, ja, die am besten Verstand Gebärende zu unterstützen im Geburtsvorzeit hat, die beraten. Ja. Das heißt, Kompetenz und Beziehung stand über lange Zeit als das entscheidende Element, um auch weiter zu vermitteln. Und dieses Beziehungsleben, das interessiert uns natürlich in verschiedenen Details. Ja. Die Kompetenz früher war für die Beziehung bedeutungsvoll. Also wenn jemand etwas konnte, dann wurde er für diese Sache in die Beziehung gebracht. Und heute, wie ist es heute? Ja, wie ist es überhaupt für die Zukunft? Also die Kompetenz braucht es natürlich, damit ein seelisches Potenzial oder ein Beziehungspotenzial entsteht. Das braucht es. Aber die Frage stellt sich immer, welche Kompetenz? Ist sie reduktiv? Ist sie auf das Einzelne? Wie war es bei dem Pädagogen genannt? Der lehrt ein Fach und der Schüler, der muss 10 Fächer beherrschen. Ja. Also wie reduktiv ist das Ganze? Wie isoliert steht das Ganze? Und ich glaube, da begegnen sich auch die Referate, dass man sowohl im einzelnen Menschen als auch in der ganzen Zeit und in der Kultur es betrachten kann, dass wirklich nichts mehr weitergeht, wenn man auf dem sogenannten reinen äußeren materialistischen Pfaden jetzt versucht, auf den reduktiven oder polaritätsgeladenen Pfaden weiterkommen möchte. Also das ist die Fantasie und die Entwicklungsfrage ist ja eigentlich eine ganz besondere, die jetzt bevorsteht. Und ich glaube, dass es noch viel dramatischer ist, als wir viele glauben, dass wir in Wahrheit am Ende, das ist nicht nur eine Ansicht von mir, sondern vieler internationaler Historiker, dass wir am Ende von was ganz was Großem stehen. Von einer ganz großen, wir stehen in einer tiefen Menschheitskrise, in einer Umbruchsphase, am Ende einer Epoche, in der es grundlegend wieder um was anderes geht. Es gab natürlich Positives auch in den letzten Jahrhunderten. Wir können das Rad auch nicht mehr erfinden, wir können den Computer, wir können diese Dinge alle mitnehmen. Wieso sollen wir uns abschuften für manche Dinge, wenn es die Maschine einfacher kann? Aber wir stehen hinter dem Transhumanismus, geht es nicht anderem, dass wir selbst jetzt auch noch zur Maschine werden. Und da ist Ende Gelände meiner Ansicht, wie man das so salopp in Österreich sagt. In Wahrheit geht es um was anderes. Diese Dinge mitzunehmen und unserer Beziehungs- oder das, was den Menschen und seine Erfolgsgeschichte über die Jahrtausende war, nämlich die Qualität von auch Beziehung, dass wir die wieder in den Vordergrund rücken müssen. Der Michael, der hat jetzt sehr Gutes gesagt, also dass die Entwicklung, die muss eigentlich von jedem Menschen ausgehen und er hat es so etwa dargestellt von unten nach oben. Also sagen wir mal vom Individuum zu einem Ganzen hin, ja. So dass wir nicht Missverständnisse erzeugen. Ja? Und es ist eigentlich schon ganz interessant, welche Gedanken dass da, aus der historischen Situation geschildert wurden. Also ich glaube, man kann sicher seine Darlegung so bezeichnen, dass er zwei wesentlich große Elemente aufzeigt. Und das ist die heutige Zeit, der Mythos der, wie wurde es genannt, der Trennung, ja. Dass die Gesellschaft der Trennung, dass das ganze Geschehen, das sich auswegslos in Trennungen zeigt und die Trennung dann sogar als eine Grundvoraussetzung gewertet wird für zum Beispiel totalitäre Strukturen,
die aufkommen. Eigentlich für alles Unheil, wenn man es so bezeichnet. Und es ist ganz interessant, wenn wir nur ein paar so kleine Gedanken da nehmen. Die Beziehung, die geht uns scheinbar jetzt alle etwas an, dazu sind wir hier hergekommen. Und wir wollen uns jetzt nicht aufhalten bei dem trennenden Aspekt, weil da könnte man ewig, das hat der Michael auch gerade recht gut ausgedrückt, da kann man sich ewig über die ganzen Missstände aufhalten. Wir müssen, glaube ich, da hinübergehen und all die Strukturen erforschen, die ganz anders eben ausgerichtet sein können und die ins Werden kommen wollen. Und das wäre im Gegensatz zur Trennung die Kunst der Beziehung, die Fähigkeit der Beziehung. Der Christian Schubert hat es wieder ein bisschen anders ausgedrückt, die Geometrie des Beziehungslebens. Man könnte vielleicht auch sagen, er hat es erwähnt, die Geometrie des Seelischen. Das sind nur Begriffe erst einmal, ja. Aber im Großen und Ganzen interessiert uns natürlich, wie ist die Kunst des Verbindens, des Beziehungslebens, des seelisch erfüllten Daseins, des warmherzigen Daseins, wie ist dies in praktischer Weise zu entwickeln? Und wenn ich zum ersten Punkt gleich zurückkomme von Michael, dann sagt er, es ist ja eine Einzigartigkeit in unserer Zeit, weil es noch nie so einen Art, so etwas Unvergleichbares in der Geschichte gegeben hat, wie jetzt da. So unvergleichbar der Verrücktheit, wenn ich nach meinen Worten wieder wähle, beziehungsweise der, wieder nach meinen Worten gewählt, der Hoffnungslosigkeit, wenn es nicht zu ordentlichen Beziehungskulturen und Beziehungsfragen kommt. Also es ist unvergleichbar, ein Weiterschreiten, wenn man das auf die Medizin bezieht oder auf die Pädagogik oder auf das ganze Menschsein bezieht, man kommt nicht weiter, wenn nicht erst eine gute Grundlage des Beziehungslebens entsteht. Aber wie packen wir das ganze Beziehungsleben so praktisch an, dass es wirklich ein progressiver, aufbauender Teil für die Zukunft wird? Beziehung ist der eine Notwendigkeit, also eine Notwendigkeit, so wie man Luft zum Atmen haben muss oder wie man etwas einmal zum Essen braucht. So ist ja Beziehung etwas, was schon das Kleinkind braucht, beziehungsweise jeder Mensch. Fehlt es aber an Beziehung, dann fehlt sehr viel. Die seelische Dimension ist ja eine reale Dimension. Man sagt vielleicht Psyche oder sagt vielleicht allgemein Beziehung. Ja. Aber das sind ja reale Dimensionen, das sind ja nicht bloß Hoffnungen oder besondere Einbildungen des Menschseins, sondern das sind ja ganz reale Dimensionen, so wie die Materie für die Wissenschaft real ist, so ist ja fürs Menschsein die Beziehung und das, was mit der Seele verknüpft ist, etwas ganz Reales.